So, ich stehe jetzt hier in einem unserer Gärten. Wir haben mehrere verschiedene Gärten und dieser Garten, den ich jetzt euch zeigen werde, beziehungsweise mit Emma zeigen werde, ist Emmas Garten. Den macht sie ganz alleine. Also sie kriegt Unterstützung und ja, kann natürlich Tipps und Tricks von uns holen, aber generell macht sie das hier alleine und ich finde es faszinierend, wie sie das alles aufbaut und das in Eigenregie im Prinzip macht. Und als wir jetzt das erste Mal so ein paar Salatblätter von ihrem Salat bekommen haben, ja, war sie stolz wie Schmidts Katze. Ja, und sie kann eben die ganzen Sachen, Sorten auseinanderhalten. Also sie weiß, wie sieht eine Gurke aus, eine kleine Paprikapflanze und so weiter. Auch die Jungs, unsere 6- bis 7-Jährigen, die können das mittlerweile. Und ich finde es toll, also dass sie da einfach eine Kompetenz entwickeln, die manch ein Erwachsener nicht hat. Also mir fällt es teilweise echt noch schwer, alles auseinanderzuhalten. Ja, und jetzt gehe ich einfach mal mit Emma hier durch und zeige, was sie so gemacht hat. Ja, hast du ein Salatbeet angebaut? Ja. Wie erntest du den Salat? Das fand ich so witzig, deine Idee da. Ja, ich mache immer nur die Außenblätter weg, damit der immer nachwachsen kann. Okay, und hier hast du Gurken? Genau, da habe ich Gurken. Und hier ist Melone. Mhm. Und da ist Aubergine. Nochmal Salat. Mhm.